Hallo meine lieben Digi-Ritter, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Digimon Story Cyber Sleuth Hackers Memory. Ja, in der letzten Folge haben wir erfolgreich eine Quest abgeschlossen. Und jetzt haben wir hier vier neue. Und ich würde sagen, wir fangen hier an. Mit Arbeitsmoral. Der Name des Klienten ist Wakamoto. Ich werde ihn kontaktieren und um genauere Informationen zu dem Fall bitten. Danke, dass du meinen Fall annimmst. Es geht um meinen Freund. Ich möchte, dass du ihn dazu bringst, mit der Arbeit aufzuhören. Nicht, dass ich mich in seine Arbeit einmischen will, aber vor kurzem hat er begonnen, an einem Computer zu arbeiten. Jetzt sitzt er ständig an dem Ding. Ich mache mir Sorgen, dass er sich so zu Tode arbeiten wird. Er hat immer viel gearbeitet, aber jetzt ist es anders. Er isst nicht, er schläft nicht. Er arbeitet nur die ganze Zeit am Computer. Heute, gestern, vorgestern, normal ist das nicht. Ich musste etwas unternehmen, also habe ich seinen Computer abgeschaltet, um ihn zum Aufhören zu zwingen. Da ist er so richtig ausgerastet. Er war völlig außer Kontrolle. Jetzt traut sich niemand, etwas zu unternehmen. Darum brauche ich die Hilfe eines Hackers, der seinen Computer manipuliert und herunterfährt. Hier sind die Informationen zu seinem PC. URL erhalten. Ich weiß nicht, warum er so besessen ist, aber sein Leben ist in Gefahr. Bitte halte ihn auf. Er hört nicht mal auf, um zu essen oder zu schlafen. Das ist wirklich nicht normal. Ich weiß nicht, was dahinter steckt, aber ich sollte seinen PC so schnell wie möglich herunterfahren. Ich greife von Eden aus auf ihn zu. Na, dann begeben wir uns mal dorthin. Eden, einloggen. So. Synchronisierender Computer. Unter Kowloon 3, aber da wollen wir ja nicht hin. So, jetzt sind wir hier. Ich schaue noch kurz meine Digimon an. 23, aber schaut, man kann eh nicht digitieren. Zumindest nicht im Moment. Und bei Angemon brauchen wir noch Level. Aber da möchte ich mal ganz kurz nachschauen, was wir denn da überhaupt machen können. Keine Wiederherstellung nötig. So, Digitation. Angemon. Level 30 oder höher. GES 75. Ja, das ist in 5 Leveln. Ankylomon ist Freund. Okay, den haben wir nicht. Okay. So, jetzt schauen wir uns mal hier ein bisschen um, ob wir irgendwas bekommen können oder... Da hinten ist auf jeden Fall ein Ausrufezeichen. Also glaube ich, müssen wir dahin. Immer schön Erfahrungspunkte erhalten. Ah, da vorne haben wir noch ein Item. Was haben wir? TP-Kapsel B. Nicht schlecht. So. Gib das Passwort ein. Ohne das Passwort komme ich wohl nicht weiter. Und jetzt? Nehmen wir einen Brute Force Angriff. Anscheinend wird ein Sicherheitssystem ausgelöst, wenn das falsche Passwort eingegeben wird.
Meine einzige Hoffnung besteht darin, jemanden zu fragen, der vielleicht das Passwort kennt. Sein Passwort? Das weiß ich nicht. Etwas, das dir beim Raten hilft? Ich weiß nicht, ob das hilft. Aber es gab da eine Phrase, die er immer sagt, wenn er von seinen Träumen erzählt. Ich weiß nicht, welche Sprache es ist, aber definitiv nicht Englisch. Sie ist nicht leicht zu merken, aber ich habe sie jetzt so oft gehört. Es klingt wie Posunt quia posse videntu. Aber ich bin mir nicht sicher, wie es geschrieben wird. Ah, du hast es also gefunden. Es ist Latein. Wir haben uns an der Universität kennengelernt. Wir haben damals geschworen, gemeinsam unsere Träume zu verwirklichen. Wir sind in die gleiche Firma gegangen und haben hart gearbeitet, aber jetzt treibt er es zu weit. Bitte hilf ihm. Werde ich. So. Jetzt dürfen wir nochmal dahin laufen. Und dann geben wir mal sein Passwort ein. Ich probiere das Passwort, von dem der Klient mir erzählt hat. Possunt quia posse videntur. Passwort bestätigt. So, dann gehen wir mal weiter rein. Ah, da hinten haben wir ein Matfrigimon stehen. Aber nichtsdestotrotz holen wir uns erstmal das Item da hinten. Ist hier noch irgendwas? Nein. So. Mal schauen, was Matfrigimon uns zu sagen hat. Und wir haben 100% auf Elecmon erhalten. Sehr schön. Gibt's hier noch irgendwas zu holen? Eine Medaille oder sowas? Nein. Warum machen die dann da überhaupt einen Weg hin? Wer bist du? Der Benutzer von diesem Computer hat gesagt, ich soll niemanden hier hineinlassen. Er will sich auf seine Arbeit konzentrieren. Ich kann nicht zulassen, dass du ihn störst. Ja, wir können nicht zulassen, dass du uns das nicht zulässt. Ja, wow, das hat's ja gebracht. Also schon besonders stark war das jetzt nicht. So. Angemon Level 22 und Metallgrämon 23 und Schautmon 24. Sehr schön. Genauso mag ich das. Ich habe verloren. Okay, ich werde gehen, solange du ihn nicht bei der Arbeit störst. Aus irgendeinem Grund ist er verzweifelt. Er wollte Anerkennung haben. Deshalb hat er angefangen, Tag und Nacht am Computer zu arbeiten. Hehe, Menschen sind schon lustig. Sie haben freien Willen, lassen sich aber wie Marionetten behandeln, um andere zu beeindrucken. Ich habe der Marionette nur geholfen. Ihn weiterarbeiten lassen, ihn von der Arbeit abhalten. Na, wir haben versprochen, dass wir ihn von der Arbeit abhalten. Ich fahre seinen Computer herunter. Wenn er so weitermacht, wird er noch krank. Ich werde zurückgehen und den Klienten informieren. Hallo, hast du seinen Computer heruntergefahren? Etwas ist geschehen, seit wir uns zuletzt unterhalten haben.
Kurz nachdem ich dir von dem Passwort erzählt habe, ist er zusammengebrochen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Ich bin gerade dort. Aber es geht ihm gut. Zum Glück ist es nichts Lebensbedrohliches. Tut mir leid, dass all deine Mühen umsonst waren, aber ich glaube, es ist besser so. Sein Körper ist heruntergefahren, bevor wir seinen Computer runterfahren konnten. Damit ist der Fall abgeschlossen. Allerdings sagt er jetzt, dass er nutzlos ist und seinen Job kündigen will. Er scheint entschlossen zu sein. Er hat sogar schon seine Kündigung geschrieben. Sein Passwort possunt quia posse videntur. Es bedeutet, sie können es, weil sie denken, dass sie es können. Nach allem, was er durchgemacht hat und dann der Zusammenbruch, sein Selbstbewusstsein muss sehr gelitten haben. Aus irgendeinem Grund war er verzweifelt. Hast du das durch seinen PC erfahren? Stimmt, er wirkte wirklich verzweifelt. Um ehrlich zu sein, war er so verzweifelt wegen mir. Vor einiger Zeit wurde in unserer Firma ein Wettbewerb veranstaltet. Wir haben beide mitgemacht. Ich hatte dabei Glück, er aber leider nicht. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, hat er sich direkt nach dem Wettbewerb so in seinem Computer vertieft. Ich will nicht, dass er seine Träume aufgibt. Wir haben doch geschworen, sie gemeinsam zu verwirklichen. Ich glaube, ich rede nochmal mit ihm über seine Träume. Selbst wenn er seinen Job kündigt, gibt es noch andere Möglichkeiten, seine Träume zu verwirklichen. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie er reagieren wird. Aber es gibt etwas, das ich ihm sagen muss. Danke jedenfalls für deine Hilfe. Auf Wiedersehen. Okay, damit ist der Fall für uns abgeschlossen. Gehen wir zum nächsten. So, Abschluss, nein, Aushilfe, Schummelstrategie, Fluch der schwarzen Katze. Wir gehen der Aushilfe nach. Yuri Kashiwagi, das ist die Kellnerin, in die Chidose verknallt ist. Hat sie vor zu kündigen? Das ist schade, aber der Besitzerin Bescheid zu sagen, ist eine einfache Aufgabe. Wobei ich gar nicht weiß, wer die Besitzerin ist. Hey, hast du diesen Fall angenommen? Nein, ich komme zu spät. Sie hat es wahrscheinlich noch gar nicht bemerkt. Abbrechen, abbrechen. Puh, ich habe ihn mir zugewiesen. Das war knapp. Tu einfach so, als hättest du ihn nie gesehen, okay? Den Fall anzunehmen würde bedeuten, zu akzeptieren, dass sie gekündigt hat. Das können wir nicht zulassen. Dir wäre es egal, oder? Was sich angeht, ist sie nur eine niedliche Kellnerin, richtig? Aber sie weiß, dass Hoodie ein Hacker-Team ist. Wenn wir mit Fällen zu tun haben, schmeißt sie für uns im Café den Laden. Sie ist unersetzlich. Und darüber hinaus ist sie meine mentale Oase. Die einsame Blüte, die Farbe in meinen grauen Hoodie-Alltag bringt. Hä, was mit Erika ist? Weißt du, sie ist nicht gerade fraulich. Würden Ryuji oder ich nicht kochen, würde sie nur noch von Junkfood und diesem zuckersüßen Getränk sich ernähren, die sie macht. Sie ist niedlich und vielleicht blüht sie eines Tages auf, aber noch ist es nicht so weit. Kein Vergleich zu Yuri, die noch an ihren freien Tagen Makarons backt. Zumindest tut sie das in meiner Fantasie. Aber bestimmt auch so. Das oder Cupcakes, irgend sowas Niedliches. Wie dem auch sei, sie hinterm Tresen zu sehen, bringt Freude in meinen Tag und macht mir Mut, es mit allen aufzunehmen. Außerdem ist es seltsam, dass jemand so Verlässliches von heute auf morgen kündigt. Da muss was passiert sein. Aber bevor ich nicht weiß, was, werde ich ihre Kündigung nicht akzeptieren, auf keinen Fall. Ich werde nach ihr suchen, mit deiner Hilfe. Ich höre mich in der echten Welt um und du in Eden. Irgendjemand muss etwas darüber wissen. Und kein Wort zur Besitzerin, bis wir uns anhören konnten, was Yuri zu sagen hat. Wer die Besitzerin ist, das weißt du nicht? Na, Erika. Aber da sie noch minderjährig ist, ist ein entfernter Onkel der offizielle Besitzer. Trotzdem ist es Erika, die die Fäden in der Hand hält. Yuji und ich kümmern uns währenddessen um Außeneinsätze. Das liegt uns eher. Erika macht es nichts aus, dass Leute kommen und gehen, wie es ihnen passt. Also
wird sie einfach Ja sagen, wenn sie hört, dass Yuri kündigt. Sag also nichts zu ihr, falls doch, werde ich dir für den Rest deines Lebens keine süßen Mädels mehr vorstellen. Na, damit könnte ich eigentlich leben, aber na gut. Na gut, dann machen wir uns mal auf die Suche nach meinem Engelchen. Der Typ hat Probleme. So, wir sollen uns also in Eden umhören. Dann schauen wir mal. Hier scheint es niemanden zu geben, mit dem wir reden können. Deswegen gehen wir mal woanders hin. So, Eden-Gemeinschaftsbereich. Ist hier vielleicht jemand? Nope. Geh nochmal kurz raus und versuch nochmal mit ihm zu reden. Aber vielleicht... Im offenen Raum. Okay. Da gehen wir mal in den offenen Raum. So, offener Raum. So, 4 Leute sind hier. Ich habe ein Gerücht gehört, dass ein weiteres Hacker-Team jetzt sein Unwesen treibt. Welches war es bloß? Nakano Dingsda oder Ueno Dingsda? Es heißt, dass sie mit illegalem Hacking jede Menge Geld machen. Okay. Yuri Kashiwagi, noch nie von ihr gehört. Ist sie berühmt? Yuri, du meinst die Hackerin? Ich weiß nicht mehr, zu welchem Team sie gehört, aber ich kenne Gerüchte zu einer Hackerin mit dem Namen. Okay. Ach, Yuri von den Nakano Stripes. Bist du bei Hoodie? Warum suchst du eine Hackerin von einem Team, das gegen Saxon kämpft? Was? Sie ist eine Hackerin? Und sie gehört zu den Nakano Stripes? Ist das nicht diese krasse Mannschaft, die mit Saxon im Clinch ist? Ich hatte ja keine Ahnung. Könnten sie tatsächlich ein Feind sein? Das macht es nur noch spannender. Erzfeinde, die sich ohne von ihrer Feindschaft zu wissen, zueinander hingezogen fühlen. Ich glaube, das ist eher einseitig. Wie im Kino, romantischer geht's kaum. Obwohl andere versuchen, sie zu entzweien und ihnen Steine in den Weg zu legen, triumphiert ihre verbotene Liebe und überwindet alle Hindernisse. Der Typ hat echt einen Knall. Oh Yuri, warum musstest du nur Mitglied bei den Nakano Stripes sein? Sieh mich nicht so an. Du hast doch keinen Funk Romantik in dir. Du musst auch einsehen, dass ich das spannend finde. Ob die Gerüchte wahr sind oder nicht, wir müssen jedenfalls persönlich mit ihr sprechen. Jemand behauptet, er hätte sie auf Ebene 3 in Unterkowloon gesehen. Gehen wir. Na dann auf nach Unterkowloon 3. So, Unterkowloon 3. Da können wir nicht hin nach rechts, deswegen gehen wir hier nach links. Sie wird wahrscheinlich weiter hinten sein. So, hier ging's ja lang. Na, das sind ja keine Gegner für mich gewesen.
Level 29 für Mega Seedramon. So. Nochmal die gleiche Bande. So gefällt mir das. Keine Level-Ups, aber trotzdem. Richtig gut gemacht. So, mal schauen, wo wir jetzt Yuri finden. Ah, da haben wir sie doch. Angemon, tut mir leid, dass es so gelaufen ist. Yuri. Chidose, Digi, was macht ihr denn hier? Wir sind gekommen, um dich aufzuhalten. Du kannst nicht einfach kündigen. Wir haben uns doch gerade erst kennengelernt. So darf es nicht enden, nicht wahr? Deshalb bist du extra hergekommen. Ich habe gehört, du wärst angeblich Mitglied bei den Nakano Stripes. Das hast du also herausgefunden. Ganz schön gebieft. Tut mir leid, dass ich nichts gesagt habe. Es stimmt, ich bin Hackerin bei den Nakano Stripes. Mein Name ist Yuri und ich verwende Angemon. Es stimmt auch, dass die Nakano Stripes in äußerst zwielichtige Geschäfte verwickelt sind. Ich schäme mich, dass ich da mitgemacht habe. Aber keine Sorge, mit dem bin ich fertig. Ich habe beschlossen, das Team zu verlassen. Diese Entscheidung habe ich dir und Hoodie zu verdanken. Uns? Als ich bei Hoodie anfing, habe ich auf euch herabgesehen. Ich fand es albern, dass Hacker über Gerechtigkeit diskutieren. Aber während ich euch zusah, ist mir nach und nach klar geworden, dass ich es war, die sich albern verhielt. Jeden Tag macht ihr alle so einen glücklichen Eindruck, vor allem seitdem Digi da ist. Euch so zu sehen hat mir gezeigt, wie abgestumpft die Leute in meinem Team sind. Ich begann mich zu fragen, ob Angemon wohl von all den sinnlosen Aufgaben gelangweilt ist, die ich ihm auftrage. Und deshalb bin ich mit dem ganzen Quatsch durch. Ich werde Angemon freilassen, das Team verlassen und das Hacken aufgeben. Dann kündigst du also deinen Job im Café, um uns nicht in Schwierigkeiten zu bringen. Mein altes Team hätte Verdacht geschöpft, wenn ich weiter bei euch gearbeitet hätte. Ich wollte euch nicht in meinen Ärger hineinziehen. Das war alles. Bitte sagt der Besitzerin Bescheid. Ich bin nicht dazugekommen. Angemon, jetzt müssen auch wir uns verabschieden. Danke für alles. Ab jetzt musst du nie mehr die Drecksarbeit von jemandem machen. Genieß deine Freiheit in Eden. Angemon? Es will dich anscheinend nicht verlassen. Es ist prima, dass du dein Team verlässt, aber möchtest du dich nicht uns anschließen? Ich möchte natürlich, dass du bleibst. Aber noch wichtiger ist, dass das Café nicht schließen darf. Wir brauchen es für manche unserer Fälle. Darum brauchen wir jemanden, der sich auskennt. Und wenn es eine Hackerin ist, umso besser. Mach dir keine Sorgen darüber, dass wir Probleme kriegen könnten. Wir kommen mit jeder Herausforderung klar. Bitte bleib, Hoodie zuliebe. Yuri, da bist du ja. Was machst du denn hier? Das sind die Nakano Stripes. Erst verlässt du das Team und dann schleichst du dich mit diesem Zaxxon-Lakaien davon. Du Verräterin. Halt, diese Leute haben damit nichts zu tun. Ich gebe das Hacken auf. Das reicht nicht, du weißt zu viel über uns. Hast du geglaubt, wir würden dich einfach ziehen lassen? Komm her. Yuri, lass sie los, ihr Rüpel. Haltet euch raus, Hoodie, das ist eine Privatangelegenheit. Kümmert euch um euren eigenen Kram sonst? Wir werden nicht einfach dabei zusehen, wie ihr so mit ihr rumspringt. Angemon, wirst du mit uns kämpfen?
Der macht wohl keine halben Sachen. Das ist mir sympathisch. Na los, die retten wir sie. Yep. Zwei Angemons im selben Team. Läuft bei uns. So. Einer weg. Wow, hat das wenig Schaden gemacht. Aber ihr Togemon hält schon einiges aus. Angemon Level 23, Metagremon 24 und Shoutmon 25. Arg! Jetzt lass sie in Ruhe. Bleib, wo du bist. Wenn du noch einen Schritt machst, lösche ich ihren Account. Wie berechenbar, euer Team widert mich an. Was? Arg! Wo kam das denn her? Yuri, jetzt hier drüben. Nein! Hehe, jetzt kriegst du, was du verdienst. Sie als Schild zu benutzen. Ich bin ein gutmütiger Mensch, aber das geht zu weit. Bist du bereit? Hilfe! Pa, ich würde nie einem Mädchen Gewalt antun. Aber ich habe Malware benutzt, um ihre Daten zu klauen. Wenn sie es je zu bunt treiben, kann ich sie büßen lassen. Keine Sorge, Yuri. Genial, das hätte ich dir nie zugetraut. Was soll das denn heißen? Hast du mich denn bis jetzt für ein Großmaul gehalten? Hehe, so ähnlich. Danke euch beiden und dir auch, Angemon. Jetzt ist alles vorbei. Also bleibst du bei uns? Hudi zuliebe natürlich. Wenn es dir nur darum ginge, mich weiter anzugraben, würde ich nein sagen. Aber Hudi zuliebe könnte ich wohl bleiben. Also? Na schön, ich kündige nicht. Immerhin schulde ich euch etwas. Also gut. Um eines muss ich dich aber bitten, Chitose. Würdest du dich um Angemon kümmern? Um Angemon? Ich muss das Hecken sein lassen, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Aber Angemon würde mir sehr fehlen. Also setzt du ihn bitte ein. Dir kann ich vertrauen. Er machte einen zufriedenen Eindruck, als er an deiner Seite gekämpft hat. Was meinst du, Angemon? Angemon scheint der Gedanke zu gefallen. Okay, ich werde mich gut um ihn kümmern. Also dann, wir sehen uns im Café. Und obwohl ich weiter für euch arbeiten werde, bezahle ich euch für den Fall. Vielen Dank, ihr wart beide fantastisch. Hast du gehört? Fantastisch. Sie findet mich fantastisch. Hehehe. Und sie hat mir Angemon gegeben. Also ist Angemon sozusagen das erste Geschenk, das sie mir je gegeben hat. Ich werde gut auf ihn aufpassen. Du kannst die ganze Bezahlung für den Fall haben. Angemon reicht mir. Also ich weiß echt nicht, was ich mit dem Typen anfangen soll. Ich frage mich, was das für ein Angriff war, der Yuri eben gerettet hat. Na gut, gehen wir was essen. Das geht auf mich. Und dabei können wir an einer Strategie feilen, mit der ich Yuris Herz erobern kann.
Wir gehen erst, wenn sie fertig ist. Wenn es sein muss, bleiben wir die ganze Nacht. Genauso würde ich mich da auch fühlen. Hoppla, ist da jemand? Hoffentlich hat sie nicht zu viel mitgehört. Na, wen haben wir denn da? Ich habe alles gehört. Tut mir leid, dass ich dir nicht fraulich genug bin. Das hat sie also auch gehört. So. Jetzt ist der Fall auch gelöst. Neuer Hacker ran. Hackerlehrling. So. Damit wäre das abgeschlossen. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und schreibt mir gerne weiterhin Sachen in die Kommentare. Finde ich immer super hilfreich, wenn ihr mir Tipps und Tricks verratet. Und dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal dann wieder. Haut rein. Ciao, ciao.